Ja, die Firma M-Tech hat sich eigentlich aus der Firma Karl Mittermeier entwickelt. Das war ein Einzelunternehmen, was ursprünglich Elektroinstallationen gemacht hat. Danach hat sich der Vater Ende der 70er Jahre bereits auf Erdwärme- und Wärmepumpenheizungen spezialisiert. Im Jahr 2000 haben wir dann die Installation von Kühlanlagen und Klimaanlagen dazugenommen. Und im Jahr 2015 haben wir dann begonnen mit der Wärmepumpenproduktion. Somit besteht die M-Tech-Gruppe aus mittlerweile drei eigenständigen und sehr erfolgreichen Unternehmungen mit mittlerweile 90 Mitarbeitern. Ja, die Themen Forschung, Entwicklung, Innovation ist bei M-Tech ein ganz wesentlicher Punkt. Das sehen wir als ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen und das ist ganz wichtig, einfach damit wir ein wirklicher Innovationsführer und Technologietreiber sind. Und wir haben das auch mit der Entwicklung der neuen Wärmepumpe diesen Weg bestätigt. Dadurch haben wir natürlich intelligente Anlagen, die sind untereinander vernetzt und dadurch sind unsere Anlagen ready für die Zukunft.